In diesem Video zeige ich, wie der Webleinsteg geworfen wird. Man benutzt den geworfenen Webleinsteg, wenn man schnell eine Leine an einem Poller befestigen will und dabei die Leine unter Spannung behalten möchte. Ich mache mir wieder in die feste Part einen 8 Knoten und stelle mir vor, an diesem Ende hängt ein Boot, das ich an einem Poller befestigen will. Der Poller wird durch meinen linken Daumen dargestellt. Ich lege die feste Part links an meinem linken Daumen entlang. Die lose Part nehme ich in die rechte Hand. Ich drehe die Leine mit der rechten Hand jetzt so, dass ein Auge entsteht, bei dem die feste Part über der losen Part liegt. Ich lege das Auge über den Poller und ziehe das Boot jetzt so nah wie möglich an mich heran. Jetzt lege ich auf die gleiche Weise ein zweites Auge, bei dem die feste Part über der losen Part liegt und lege es ebenfalls über den Poller oberhalb des anderen Auges. Von der Seite sehen wir wieder die parallel nebeneinander liegenden Leinen, die von einer Leine gekreuzt werden. Der geworfene Webleinsteg ist fertig. Ich zeige den geworfenen Webleinsteg jetzt noch einmal. Ich drehe die Leine mit der rechten Hand so, dass ein Auge entsteht, bei dem die feste Part über der losen Part liegt. Ich lege das Auge über den Poller und ziehe das Boot so nah wie möglich an mich heran. Jetzt lege ich mir auf die gleiche Weise ein zweites Auge, bei dem die feste Part über der losen Part liegt und lege es ebenfalls über den Poller oberhalb des anderen Auges. Fertig ist der geworfene Webleinsteg. Wem das jetzt zu schnell war, der schaut sich das Video noch einmal von vorne an und übt so lange, bis er den Webleinsteg mit geschlossenen Augen werfen kann.